Das ist die Geschichte vom Charlie und einem Hümer, den er 2002 gekauft hat, als erster Besitzer, quasi neu. Das stimmt, oder? Ja, das stimmt. Charlie, du hast einen rheinischen Bielefeld, in Akzent. Bielefeld, Palmowski, Bielefeld. Echt? Da habe ich gedreht vor 4 Wochen bei Palmowski. Haben wir Ja. ganz, ganz viel gedreht. Die hatten nur keine Hümer mehr, die waren ausverkauft. Die hatten noch Ja, ein paar, aber nicht mehr so viele. ja. Bis Der im hat Moment. damals, ich habe damals angeschrieben, mehrere hier, ich weiß nicht, wer das all war, aber drei, vier in Köln und Mainz oder wo. Und Palmowski, innerhalb von einer Stunde hatte ich die Antwort. Ja, das ist wichtig. Wenn du mal kurz mal mitkommst, wir gehen mal drumherum um dein schönes Auto. Der ist nicht so lang, muss man sagen. Das Ja, heißt, sehr 6,6 handlich. Meter. 6,6 Meter ist er lang. So, und der hat die typische Hümer-Öffnung hier vorne im Kühlergrill. Das heißt, damit erkennt man sie alle, oder? Ja, erkennt man sie alle. Ich bin Funkamateur. Ich auch. Echt? Ja. DR6 KCQ? Fox 4. Französisch. VRQ, Victor Romeo Ja. Quebec. Fox 4, Victor Romeo Quebec. Ich habe es nämlich gesehen, du hast hier vorne eine Antenne drauf. Und da Ja, dachte ich mir, das ist so bestimmt eine Kurzwelle Dualband. drin. Genau, eine Kurzwelle auch drin. Ja. Das ist stark. Nee, ich bin seit 20 Jahren Funkamateur, bin in Ja. Frankreich, Fox 4, Victor Ja, Romeo ist auch Quebec. ein französisches Wortzeichen. Und das ist ja, die 4 steht ja für Ausländer in Frankreich. Ja. Das ist so. Und Ja, bei mir. du noch mal das Rufzeichen? Delta Lima 6 Kilo Charlie Quebec. Ich hatte damals DR6 Delta Kilo KCQ. 2 Whisky Golf, hatte ich. Also, Das ja. war schon lange her. Und die Ja. Morsetelegrafie, die hat es mir angetan damals. Ja. Schön. Nee, Und nee. du hast eine Kurzwelle drin. Ja, ich habe Kurzwelle drin, ja. Das ist ja unglaublich. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich habe es an der Ja, das ist Antenne. eine 2-Meter-Antenne, weil man hier rum ja Ja, nur die 2 Relais Meter. kriegt. Ja, 2,70 Meter. Das ist so. Also für alle, die keine Ahnung haben, über was wir gerade gesprochen haben. Es gibt sogenannte lizenzierte Funkamateure, muss man Ja, sagen. Und da war eine Prüfung abzulegen, richtig. wobei ich fairerweise sagen muss, so in den 60er, 70er, 80er, 90er, wo ich Ja. angefangen habe, gab es ja noch kein Internet. Ja, da Da war war das das ja. schon. Ja. Ja, ich habe damals wieder zu üblicher mit CB-Funk angefangen. Ne, und dann war das aber nichts mehr und habe dann Lizenz gemacht. Ja, ich bin auch nicht mehr so aktiv, muss ich sagen. Also Ich hatte der. erst eine C-Lizenz, also DC Ja. 6KT, glaube ich, war das. Delta Charlie. Ja, und dann aber sofort, ein paar Monate später, dann die große Lizenz. So ist es. Ja, du fährst im Moment alleine, oder? Ich bin im Moment alleine. Die Frau, die muss Enkel versorgen. Die Enkel versorgen. So, da kommen wir kurz mit. Dann zeigen wir mal gerade drumherum. Da unten ist ein Fach. Was ist da drin? Weiß es selber Aufmachen, dann nicht. sieht man das. Kein Problem. Teile, also für unter die Räder zu legen. Ne? Ist unglaublich viel Platz, oder? In dem Auto. Ja, das hat ja einen kompletten Doppelboden. Ja. Das haben die Neuen ja alle nicht mehr. Sag mal, eine kurze Frage. Hümer, das Auto ist jetzt schon ein bisschen älter. Gab es da irgendwie Stress mit dem Auto in den letzten 18 Jahren? Hattest du irgendwie mal ein Problem? Problem hatte ich mit dem Reifen. Okay. Aber das war Hümer nicht schuld, das war der Reifenhändler schuld. Okay, was war da mit den Reifen? Verkehrte Reifen drauf. So. Die verkehrte Reifen. Ja, die waren ADAC, waren die an zweiter Stelle in der, wie man dann so sagt beim Händler, der sagt, ja, gut, gut. Und fahr damit, die sind alle, also drei Stück hatten plötzlich Beulen und muss unterwegs gewechselt werden. So, da hinten ist die Garage mit drin. Jetzt bin ich ja gespannt. Wenn du eine Kurzwelle drin hast, dann frage ich mich, wie du das gelöst hast mit der Antenne. Ja, einfach. Da siehst du da vorne Okay, das schauen wir gleich mal. Ja. Also Funkamateure können um die ganze Welt funken. Das hat nichts zu tun mit Ja. CB-Funk. Nee, nee. Das ist hier Profifunk. Und Ja, dazu ja. brauchen wir auch eine richtige Lizenz, muss eine Prüfung ablegen, gell? Ja, richtig, bei der Bundespost, Köln. Damals, da war ich auch in Köln. Ja, in Köln. Der ist heute noch so in Köln. Ja, ich weiß es nicht, ob das noch ist. Man hat ja keinen Kontakt mehr dahin. Ja, eine ganz große Garage. Da kommt ein Roller rein, gell? Roller und Fahrrad, das habe ich zwar nicht dabei, sonst haben wir noch Fahrrad dabei. So, Ham Radio, da vorne sind die ganzen Ja, das ist Aufkleber. logisch, logisch, Hemradio. Friedrichshafen. Erste Mal 88, meine ich, ja. Da Zum ersten Mal. hätten wir uns fast noch gesehen, 88, Ja, muss kann ich sein. sagen. Da war ich, die Kinder sind geboren, 89, meine Ja. Kinder, und ich war damals sehr, sehr aktiv. Da war das Ja. Internet ja noch gar nicht da. Nee, nee. Krass. Und da vorne hast du dann so,
eigene Systemchen gemacht. Das heißt, du gehst hin und Pannen und so weiter machst du selber, gell? Alles selber. Alles selber. Nee. So, dann zeigen wir mal das Gefährt. Hier vorne steht es nämlich. Ja. Aber ansonsten hat er dich niemals im Stich gelassen, Herr Himmer? Bis jetzt nicht. Einmal Radler. Aber das war mit Schuld. Da war im Dunkeln durch so ein Ortschaft in Frankreich. Und da war eine Baustelle oder da war so ein Hubbel auf der Straße. Da bin ich zu schnell drüber gefahren. Und einen Kilometer später, da ging es schon los. Klack, 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 klack. Okay. Da war ein Radler. Das war jetzt Hümer auch nicht schuld? Nee, war Hümer nicht schuld. Das war jetzt Hümer auch nicht schuld. So, ich zeig mal gerade hier vorne. Ist ein voll integriertes Fahrzeug. Das heißt, du hast einen Panoramablick. Ja, ja, man kann das ja aufmachen. Warte, erst mal draußen die Klappen. Wir müssen erstmal die Leute befriedigen, denn so ein Auto, Baujahr 2002. Das Coole ist, du kriegst noch richtig viel Geld dafür, wenn du jetzt verkaufen würdest, gell? Also 25.000 wird er gehandelt. Erste Hand, gell? Ja, erste Hand. Krass. Erste Hand. Aber du würdest ihn jetzt nicht hergeben im Moment. Nee. Die Qualität, die ist schon gut, ja. Ein Fiat Ducato drunter? Ja, 2,8 Liter Maschine. Der große noch? Ja, ja, der kam damals direkt. Ne? Ich habe also noch gewartet, bis der, weil vorher die 2,5 Liter Maschine. Okay. Und dann kam die 2,8, 2002 im Frühjahr. Zeig mal, was ist da drunter? Die Gasflaschen. Die Gasflaschen. Wie das damals kurz nach dem Krieg gemacht wurde. Alugas. Ja, ja, Alugas. Ist das ein Problem im Tauschen hier in Deutschland? Nee. Die gibt es überall. Hier in Deutschland nicht. Kein Problem. Ja, ich habe nur gesehen. Da hat ja auch welche hinten stehen. Ja. Nur im Preis. Kostet ja auch nichts. Ja, sag. 20 Euro. Ja. Und im Supermarkt oder also im Baumarkt kriegst du für 15, 16 Euro. Naja, aber dafür ist es hier auch ein Platz. Und wenn du kein Gas mehr hast, ja, da ist ganz schön doof, oder? Eine ist jetzt leer. Also ich bin jetzt. Okay. 3 Wochen unterwegs, ja, knapp 3 Wochen. Das ist für heute, oder die Nacht leer. Eine ist leer hier. Nachts ist doof, oder? Ist ja, dann kalt ja, morgens. Ja, moin, steht da nicht auf und tauscht die Flasche. Das macht ja auch nichts aus. Du bist ja aus der Eifel, da ist sowieso kalt, oder? Ja, ja, richtig kalt. Ja, ist wirklich wahr, oder? Dagegen ist hier die Mosel, ist hier... Ist wärmer hier. Also, gut, wie lange? Ich komme ja schon 20 Jahre hier hin. Du kommst 20 auf den Platz? Ja. Auf den hier? Ja, ja, aber nicht jedes Jahr, ne? Also okay. So sporadisch. Meine Schwester, die ist hier beerdigt, die hat hier hingeheiratet nach Hetzerath. Okay. Und dann gehe ich immer zum Friedhof, selbstverständlich. Und der Schwager lebt noch. Ja gut, jetzt ist ja Herbst, also Moment, ja. Das heißt, also es ist schon ein bisschen trist, aber was heißt denn für dich Camping? Ist das so Abschalten vom Alltag? Ja, bin ja Rentner. Achso, du hast immer Alter. Ja, mittlerweile Alter. 80 Jahre alt. Du bist 80? 80 Jahre alt. Oh, da habe ich ja noch Hoffnung. Ja. Und fit, das macht wahrscheinlich die Luft in der Eifel, oder? Eifelluft ist immer gut. Immer gut. Eifeltee auch ab und zu getrunken? Ach, weniger. Okay. Das heißt, Alkohol ist nicht so. Bier wie Wein. Okay. Oder wie Tee? Nein, Eifeltee ist Bitburger. Also, nee. Also ich habe Kölsch hab immer getrunken. Ja. Und also wann haben wir angefangen mit Bier trinken? In den 60er Jahren mit oder 20 rum oder was? Ach so, okay. Und dann gab es ja bei uns in den Kneipen nur Bitburger. Ja. Und wenn man Kölsch haben wollte, dann kriegt man den in der Flasche. Also im Fass hatten die damals noch keinen Kölsch. Okay. Ist so Köln dein Gebiet? Das magst du? Ja. Wir sind ja weit von Köln weg. Wie weit seid ihr weg? Wir sind belgische Grenze. Also Malmedy. Ja, Malmedy ist zur Schule gegangen. Malmedy. Du? Ja. Okay. Eine kurze Geschichte. Wir sind 1949 unter belgische Militärverwaltung gekommen. Ja. Unser Ort Losheim. Ja. Ne? Wir waren also Kriegsbeute praktisch. Ja. Und sind wieder zurück 1958 wieder heim ins Reich. Okay. Bin also in Malmedy zur Schule. Also in Belgien zur Volksschule, dann in Malmedy höhere Schule und Französisch ist kein Problem. Tu parles français? Oui. Aucun problème? Pas problème. Ok, super. On peut faire aussi l'interview en français si tu veux. Mm-hmm. Non? Tu veux pas? Ok, parler allemand. Non, je vis en France. À cause de ça, il faut faire les devoirs avec mon fils. Pour, mais c'est la grammaire, c'est horreur. Je veux pas faire. Okay, wir machen weiter auf Deutsch, sonst versteht das wieder keiner. Aber cool, du sprichst ja Französisch. Ja, also
Nur der Schule, ihr lernt in der Schule. Ne? Also das sitzt so fest drin. Wir machen auch nur Urlaub in Frankreich. Das macht Spaß, oder? Das heißt, die sind überrascht dann, dass einer so gut Deutsch, also gut Französisch spricht? Ja, das macht viel aus. In Frankreich finden sie ja keinen, der Deutsch spricht. Mittlerweile ein bisschen Englisch kommt. Ja, aber junge Leute. Ja, die in meinem Alter haben keinen. Nee, und so. Es gibt ja auch viel Dialekte in Frankreich, ne? Ja, das stimmt. Dann haben sie im Campingplatz die Frau, die verstehen sie sehr gut, wenn die Französisch spricht, den Mann verstehen sie kein Wort. Kein Wort. Ich zeig mal gerade die Antenne. Ja. Da kommt dann auch die Kurzwelle drauf. Nee, da kommt eine andere, die Antenne muss ja dann drauf. Nee, aber da, also ja, im Prinzip auf die Haltung kommt die Kurzwelle drauf. Das ist ideal, ist das nicht. Ich habe aber immer noch Drahtantennen jetzt zwar nicht dabei, eine Delta Loop. Delta Loop? Eine Delta Loop, Dreieck aufgespannt, ne? Okay, und das heißt... Und das heißt, du hast einen Bogen dabei und schießt in den Baum, oder wie? Ja, einen Flitsch hier. Achso, einen Flitsch in den Baum. Ja, ja. So, also die Funkamateure, ich sag's ja. So, ja, wie, ja. Geh mal rein. Es ist noch nicht so ganz kalt. Ja. Für Eifeler Verhältnisse ist es hier gar nichts. Aber die Winter werden ja immer wärmer. Ist das auch so in der Eifel? Bitte? Ist ja, das auch so? Das ist noch was kälter. Ne? Wir liegen ja so 600 Meter hoch, los haben wir 600 Meter. Ich wohne ja jetzt im Blumenthal, das sind so 450 Meter über einen. Da ist schon, aber die Winter sind, ich weiß ja als Kind, da war vom November bis März war Schnee, konnten wir Ski fahren und Schlitten fahren, heute können sie gar nichts mehr. Schnee ist weg. Ja. So, ich zeig mal gerade, hier vorne ist die Aufbautür, da ist ein richtiges Fliegengitter drauf, das ist ordentlich, oder? Ja. Ist nicht so wie heute? Nee, nee. So, gehen wir mal rein, jetzt bin ich mal gespannt, was denn 2002 für eine Polsterfarbe aktuell war. Die ist ja spannend hier, die Polsterfarbe. Ja, zieht mir die Schuhe aus, ich guck mal nach. Da ist er, kommt da rein. Ja, es ist schon ein ziemlicher Batsch hier, oder? Bitte? Ein ziemlicher Matsch im Moment. Ja, im Moment geht es ja wieder, ne? Also waren die Tage schlimmer. Mit dem Regen, ne? Ja, und mit Matsch. War schlimm. Stand ja alles Wasser hier. Ja, hier sind wir drin. Gute Stube. Schön Auto, ja. Ist aber so vom Grundriss her, ist es schon ähnlich mit dem, was heute noch da ist? Ja, den Grundriss können Sie gar nicht mehr bei Hümer. Ja. Wird ja nicht mehr gebaut. Warum? Der ist toll. Heute ist Längsbetten. Du hast ein Querbett hin. Ich habe ja hier da ein Bett. Ne? Das zeigen wir gleich mal. Und hier? Die gute Stube. Also ich habe ja auch ein Querbett, muss ich sagen. Ja. Ich schlafe da wie ein... Ja, ja. Wie, warte, ich halte mal kurz rein, dass man das mal sieht. Ja. Also Querbett heißt die komplette Fahrzeugbreite. Jawohl. Und was ja auch langt, oder? Ja, ja, das, ja, klar. Und einen Meter breit ist es, ne? Also nicht so wie so 80, 70, 80, sondern einen Meter breit. Gut, jetzt ist das Fahrzeug ist ja nicht irre breit, lang. So, das heißt, also man muss ja da auch einen Kompromiss machen. Ja, ja. Warte mal, ich zeig's mal gerade komplett. Kann man kurz hier rausfahren. Ja, es ist ja schon Platz genug. Aber der Vorteil ist ja, du hast noch ein Hubbett hier vorne. Ja, ja. Ist das Hubbett in Verwendung ab und zu? Ja, das ist mein Bett. Das ist dein Bett? Ja, das ist mein Bett. Ja. Okay, das heißt, wenn du schlafen gehst abends, du schläfst hier, auch wenn du alleine bist, oben? Ja, immer. Hier. Immer. Der macht viel mehr Platz. Das ist ein Doppelbett, ne? Praktisch. So, und das Hubbett, das war ja damals, sage ich jetzt mal, das war nicht in allen Fahrzeugen drin, oder? Das extra, oder war das hier drin? Nee, normal war das immer drin. Okay. War das immer drin. Also, nachher, wie das Fahrgestell rauskam, ne? Okay. War das Hubbett immer drin. Sag mal, du konntest das weglassen, dann konnten wir hier Schränke reinmachen, ne? Okay. Das war die Alternative praktisch mit der Schrankversion. Ja, ja, ja. Das hast du nie bereut mit dem Hubbett? Nee, wir haben ja auch Enkelkinder mitgenommen. Ne? Ah. Und so muss man schon ein bisschen mehr Platz haben. Aber du bist wirklich 80? Ja. Seit 10.10. Seit 10.10. Ja. Was ist das für ein Feeling, 80? Ist es so wie 70? Ah, man merkt den Unterschied. Wie? Ist eine 8 davor? Ja, ja, auch. Man merkt auch. Nee. Knochen oder was? Ja, man merkt in allem. Ja, also, was denn noch? Ja, also mit 70 waren wir noch, ich fahre noch viel Fahrrad, das ist also noch, vielleicht geht noch ganz gut, aber das Laufen geht schon immer so gut. Okay. Und jetzt haben wir hier die Berge hoch, durch die Weinberge. Mit dem Fahrrad geht besser. Fahrrad geht besser. Ja, das ist ein E-Bike mittlerweile, ne? Und dann der Roller hier, das ist ja eine wahre Wonne, mit dem zu fahren. Macht Spaß, oder? Das macht richtig Spaß. Ist das ein Honda oder was? Suzuki. Suzuki, ist auch gut. Ja, ja, Suzuki. Okay.
Ich zeige mal gerade, dass da das Ford, also hier die Tankanzeigen, die sehen so aus wie damals bei den CB-Funkgeräten, ja, ja. Die S-Meter. Ja, ja. Das sind also hier, das sind die Batterien, ne? Ja. Das ist die Fahrradbatterie. Das ist die Aufbaubatterie, sind zwei unter jedem Sitz hier, ist eine. Ja. Das sind die Tanks, ne? Das ist also Frischwasser. Ja, fast leer. Fast voll, ja. Ja. Das zeige ich dann, also zwischen halb und Viertel ist er dann noch. Ne? Und hier ist Abwassertank. Cool. Ich mag das Auto jetzt schon. Ja, hier ist hier so eine kleine Außenleuchte. Also. Und dann ist hier, kann man dann 12 Volt abschalten. Solar drauf am Dach? Ja, 150 Watt. 150 Watt. Und das langt? Das langt. Ja. Nee, die ist auch neu. Die ist jetzt, im Frühjahr habe ich die drauf gemacht. Die andere, die drauf war. Also das ist. Hast du selbst gemacht oder wie? Bitte? Hast du es selbst drauf gemacht? Ja, ja. Okay. Schlosser von Schlosser gelernt. Du bist gelernter Schlosser? Ja, ja, aber nachher dann zur Versicherung gewechselt als junger Mann. Von dem Handwerk zur Versicherung? Ja, ja. Und damit die ersten 10 Millionen verdient, nehme ich an. War nicht so viel wie 10 Millionen. Aber hier war ja früher immer Fernseher, das ist ja die Fernsehkiste nochmal. Ach so, da war damals. Damals gab es ja keinen Flachfernseher. Gab's Röhre ja oder was? Ja. Und dann passte der Grund nicht rein. Und der war denn da drin, den hat man irgendwie mit dem Schwerlastauszug dann rausgezogen, oder wie? Ja, ja, das war so ein Ding, können wir rausziehen. Mittlerweile haben wir flache. Also selber eingebaut? Alles selber. Alles selber eingebaut. Alles selber. Aber hier die Rundsitzgruppe, das ist ja schon toll, oder? Wenn man das ist wunderschön. Das ist auch, das ist nicht serienmäßig. Ne? Serienmäßig war hier nur ein Tisch. Ja. Und dann eine Bank und dann den Sitz. Gut, den kann man trotzdem noch drehen. Ja. Praktisch war hier nur ein. Schade, ich habe den Sitz nicht dabei. Ja, ist nicht so schlimm. Kannst du mir vorstellen. Ja. Okay, das heißt, dass hier das rausgucken. Ja, wenn du mal so lieb bist, das mal hochmachst, nochmal das Bett. Das war, wenn du das gerade mal hochmachst, dann können wir mal drunter gucken. Ja. Oben einfach einhängen, fertig. Ja, 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 einhängen, ne? Das und das war noch nie kaputt oder irgendwas? Nee, gar nichts. Nee, nee. So, jetzt hast du ja eine riesen Aussicht. Hier ist jetzt zu, Moment. Ja. Wenn du mal so lieb bist, mal aufmachst. Du wolltest ja meinen. Genau, ich will mal unbedingt mal gucken. Ja. Ah, da ist es. Ein Jesu, ja. Oder? Ja, ja. Ja, so, Jesu. Der kann alles. Der kann. Ja, das Kurzwelle. Ne, ich habe jetzt hier, das ist ein Trierer Relais. Ich weiß auch nicht, wo das ist hier. Das ist DB0OT. Das ist. Ja, 775 ist ja, ja. Erbeskopf. Erbeskopf. Und wo ist das? Der Erbeskopf ist die höchste Erhebung hier. Das nee, ist. Also Vollanschlag hat das. Das ist auch Vollanschlag, ja. Der ist aber auf 800 irgendwas Meter. Und der sollte auch voll reinkommen. Ja. Also 775 ist Erbeskopf. DB0OT. Ja, ja. Jetzt mal aufgedrückt hier. So. Ja, ja, sonst habe ich noch keins gefunden. Noch eins hier rum. Ah, es gibt DB0SR auf 145.600 müsste aufgehen. Ja. Und auf der 625 ist Merzig, das wird aber nicht gehen. Ja, da war noch ein S9. Und noch Koblenz ist noch auf 600. Oh, ist schon 30 Jahre her. Ja, ja. 100. Oh. 145, 575. Genau. Ja, das ist DB0OT. Der ist auf jeden Fall im Erbeskopf. Ja. Und der haut halt hier so rein. Der ist voll hier. Der ist Vollanschlag, ja. Ja. Selbst an der Mosel. Ja, ja. Und der geht im Umkreis von 100 Kilometern. Ja, geht das Relais. Ja, ja. Schön. Wir haben ja DB0SE. Schöne Eifel. DB0SE. Schöne Eifel. Ja, ja. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind Funksender, die auf einem Berg stehen meistens. Ja. Die das Signal weitergeben, dass man schön weit rauskommt. Aber ist nicht mehr so viel los, oder? Auf dem Nee. Auch unser Club. Ne? Ich bin Heimbach, Golf 42, Heimbach in der Eifel, wo die schönen Talsperren alle sind, Heimbach. Ja. Und wir sind mittlerweile noch 20 Leute von mal 50, 60 Leuten. Ja, die ganz Jungen, das ist ja mit Internet. Die sind keine mehr da. Ja. Ne? Und die Alten sterben weg. So ist das. So ist das. Wenn du mal so lieb bist, da mal die linke Seite aufmachst, sei mal so lieb. Hier links die Verdunklung. Das ist hier. Und das ist zuverlässig, hatte ich die letzten Jahre nie im Stich gelassen. Nee. Ja, man muss halt ein bisschen pflegen, ne, und machen. Hier die sind die Fallsdinger, also muss schon ein bisschen. Und wir sind einmal erneuert worden. Aber das war schon, da war gerade vielleicht ein halbes Jahr alt. Da waren sie hier defekt. So, das Funkgerät machen wir mal aus. Und da vorne hast du dann
Nochmal die Sichtwende, auch die mal öffnest bitte, Samusli. Ja, das kann. Dann können wir mal rausgucken und dann. Alles. Und dann. Da muss ich. Das hat immer gut gemacht, alles hier. Mit der Verdunklung, ne? Das funktioniert. Wunderschön. Da haben ja viele, die haben nur ein Tuch vorne drin hängen oder. Heute nicht mehr, aber früher war das so. Ne? Naja. So, der hat keine Fußbodenheizung, der hat Luftheizung, gell? Ja, ja. Ist das gut mit der Luftheizung? Ja, was wollen Sie? Ja. Fußbodenheizung ist auch, kostet viel Geld. Ne? Das ist, die hat sich bewährt, die ist ja jetzt auch 18 Jahre alt, läuft und läuft. Es war nichts dran an dem Auto bisher, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ja, wie gesagt, die Radlager. Gut, das ist ja Fiat-Fahrgestell. Ja, 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 ja. Fiat-Sache. Ne? Und also. Gut, dann war lackiert ist er worden, hier der Vorderteil ist lackiert worden. Das ist ja alles Kunststoff vorne rum. Fast alles Kunststoff. Und das waren dann nachher mehrere Farben. Ne? Okay. Beige und ein bisschen beiger und ein bisschen weißer. Okay, die Farbe hat nicht gehalten. Beschwert. Ja. Und dann haben sie 500 Euro. Eigenanteil. Na, wie viele Jahren war das? Na, no, da war schon ein paar Jahre. Da hatte ich dann aber schon 4-5 Jahre. Ist okay, wenn die dann sagen, nach 5 Jahren noch die wollten Kulant. Nicht, ne, die wollten, ah, die wollten nicht? Nee, die wollten nicht. Und dann ging das aber nachher. So ist das, man muss. Ich war mal in Bad Waldsee gewesen, also in der Firma drin. Und dann war hier bei Koblenz war noch eine Hümer-Firma, eine Vertretung von Hümer, die ist aber nicht mehr. Wir haben jetzt andere Autos. Der hat mir damals geholfen dabei, der Meister damals. Ja, ist das gut mit den, ich sag mal, die entsprechende Technik hat sich ja stark weiterentwickelt. Lithium, ist schon drin, Lithium bei dir? Die Batterien? Nee, ich habe normale Batterien drin. Normale Batterien? Ja, ja. Ist da eine Pflege notwendig? Die sind mir zu teuer. Zu teuer? Ja, ja, sind mir zu teuer. Ein Tausender ausgegeben? 1000 Euro ausgegeben für eine Batterie. Ja. Ich habe jetzt, vor 2 Jahren habe ich neue reingemacht. Die anderen haben also 12, 13, 14 Jahre gehalten. Und jetzt habe ich wieder 2 neue. Erstens, die kosten noch nicht ein Viertel, beide zusammen, wie die anderen, die einzeln. Und da habe ich auch keine Erfahrung mit den Batterien, ne? Wenn die neue sind. So, hier ist ein Kühlschrank. Der Kühlschrank, ja. Auch der hatte ich noch nie im Stich gelassen? Nee, nee, nee. Noch nee, nix. Der gute alte Electrolux, die werden ja heute gar nicht mehr gebaut in der Form. Ja, Electrolux, die Firma gibt es nicht mehr. Ja. Aber der Kühlschrank wird noch gebaut, genau der gleiche. Genau der gleiche? Ja, ein bisschen andere, bisschen anders. Ne, können wir gucken. So. Was hast du da? Bei Hömer Katalog. Ne? Achso, da gibt es alles drin. Ja, ja, da sind die drin. Die heißen ja jetzt an. Eine Firma hat das ja aufgekauft, komplett. Hat die dann gemacht? Also von der Technik her sind sie noch gleich, männlich. Sind sie noch gleich. Ne? Absorberkühlschrank. Also kein Kompressor, sondern Absorber, weil sie schön ruhig sind. Aber jetzt in der ganzen Zeit hast du kein Problem im Kühlschrank? Niemals? Bis jetzt nicht. Da vorne ist das Kochfeld, wie ich sehe, du bist oft am Kochen. Hinten wird ja, wenn mit Gas betrieben wird, da setze ich schon mal so ein bisschen Kohle ab, um das Flämmchen rum. Dann muss man schon mal sauber machen. Okay. Aber das merkt man dann, dann geht auf Störung und dann muss man irgendwo mal nachgucken. Ist das schwer, das entsprechend zu reinigen? Ach, für mich nicht. Für mich nicht. Interessant. Es ist ein bisschen kompliziert für dran zu kommen. Ne? Ja. Alles hier, das ist ja alles fest verbaut. Und da muss man hinten, hier sind ja die Lüfterklappen, da kommen wir schon dran, wenn man. Dann muss man schon mal mit dem Spiegel arbeiten. Oder, ne? Das ist aber kein Problem für dich. Nee, kein. Also hier war noch kein Handwerker dran. 80 Jahre. Ja. Baujahr nochmal geboren am? Ich bin geboren. 10/10/1940. 1940? Ja. Im Krieg. Im Krieg. Im Krieg. Ja, da könntest du auch noch eine Story erzählen vom Krieg. Ja, gleich, warte mal. Ich zeig mal gerade das Kochfeld, das will ich mal sehen. Ja. Wenn du das mal kurz zeigst. Da haben wir. Machen wir immer hier das Ding und verkratzt das so. Ich habe schon welche gesehen, das sieht schlimm aus. Ne? So, das war damals. Damals war das so, das Kochfeld. Ja, ja, das ist heute noch so. So ähnlich. Ja, ja. Ne, können wir im Katalog gucken.
Es gibt noch, genau, original gibt es noch. Ja, das glaube ich, ja. Hier ist, ne? Wenn du sagst, ich meine, dem Funkamateur ist ja nichts zu schwören. Nee. So ist es. Ein Klo ist auch drin? Ja, ja. Sag mal, wo? Mit Dusche. Mit Dusche. Mit Dusche. Boah, ist ja riesig. Ja. Eine große Stange und ganz hell. Ja. Naja, normal, das sind extra Fenster, ne? Sonst ist so ein kleines drin. So ein Riesenfenster drin. Aber ist es so hell, als wäre eine Lampe an, oder? Ja, ja, das, naja, also schönes Licht da drauf, ne? Oh, hat hier auch noch schönes Licht. Ist das hier ein Schwenkbad, oder? Das ist, ja, also hier. Das gab es damals schon? Ja. Es gab damals ein Schwenkbad? Ja, ja, und hier ist das andere Teil, ne? Das wird dann einfach zugemacht. Das heißt, jetzt ist die Dusche, pack dich ganz alleine. Hier, ne? Wenn du mal kurz mal ein Stück zurückgehst, warte, dann zeige ich das mal gerade komplett. Das heißt, du hast ein Schwenkbad, kannst du so. Das wird heute als absolute Besonderheit verkauft. Und es gab es damals 2002. Ja, oder? 2002. Gab es es schon. Ja. Toll, wenn du mal zumachst. Ja. Ja, gut, das verschleißt schon mal was, ne? Das ist hier auch der Fall. Da habe ich also von innen ein Blech dahinter machen müssen, weil es abgebrochen war. Ach so. Ne, ist ja nur Kunststoff. Ja. Aber es funktioniert. Funktioniert, ja. Sag mal, der Preis, den du damals bezahlt hast, ist neu. Darf ich den mal erfahren? Ja. 49.100 Euro. 49.100 Euro? Die 100 Euro hat er nicht nachgelassen. Ich wollte die Sache bezahlen. Was habe ich dafür bekommen? Die zweite Aufbaubatterie. Ja. Nee, normal ist hier nur eine drin. Ja. Und ich habe dann gefragt, ich brauche noch eine Batterie. Sagt der Rieker. Jetzt überleg mal, du bist jetzt gefahren. 18 Jahre und kriegst wahrscheinlich noch 25.000 dafür. Ja, das heißt, den Drehrad haben wir mal 20, 25. Ja, aber der Wertverlust ist ja gegen null dann quasi. Ja, hier ja. Aber der kostet ja heute 100. Ja, 100. Überleg mal, der Preis hat schon verdoppelt. Ja, also die Ausstattung bezahlt 100.000. Krass. Ja, die ist ja süß, die Steuerung von der. Aber sie funktioniert schon. Das ist ja Heizung, ne? Das ist ja nur einfach eine Uhr. Traumatik. Mit einem Außenfühler nach draußen. Und da unten drunter? Das ist Außentemperatur. Okay. Und das ist die Innentemperatur. Und einfach nur zum Gucken, ist das jetzt irgendwie angeschlossen an irgendwas? Nee, das ist nur für dich zu Info. Ja, da ist so ein Käbelchen dran, das geht unten in die Garage. Nee, so, und einen Spannungswandler hast du drin? Bitte? Ja, ein Spannungswandler, der ist hier vor dem Beifahrersitz. Hm, sag mal. Geh mal da rum. Ja, ich geh mal da rum. Gucken. Vor dem da ja, ist er. Damit das Ganze auch funktioniert, ja, hast du dir... Heute kriegst du die ja günstiger, ne, und der hat, glaube ich, 500 Watt so rum. Mehr ja, langt auch, oder? Ja, ja. Das heißt, der Föhn oder so geht ja nicht? Ja, gibt ja Föhn, die weniger haben wie 500 Watt. Die würden dann gehen. Ich habe schon mal. Ja, toll. Ich bin ganz begeistert von deinem Wohnmobil. Ja, das ist auch ein tolles Wohnmobil. Ja, kein Problem. Und da vorne ist noch das, was man kennt, so der Einstieg. Also ich spreche da jetzt so drüber, als wäre es schon 100 Jahre alt, aber das ist ja in der heutigen Zeit. Oh, Vorsicht, dein Roller, der ist da festgemacht. Ja. Ne, wenn man jetzt bei den anderen guckt hier, bei so einem großen hier, die haben nur eine Trittstufe. Die haben da noch ein kleines Bänkchen oder irgendwas davor stehen. Also das verstehe ich nicht. Ein Auto, und du hast zwei. Was 150.000 Euro kostet. Ne? Ja, der ist auch vielleicht ein bisschen tiefer, dann muss man mal gucken. Ja, stark. So, was ist denn so schön hier an dem Platz? Was gefällt dir gut? Der Platz ist, du hast viel Abstand zum nächsten. Ist also nicht, du kannst dich auch mitten auf die Wiese stellen, dann sagt der Kenner was. Ja. Nee, das findest du ja sonst nirgendwo. Nee, nirgendwo. Nirgendwo. Und also ich habe noch nicht, das Einzige in Sprendlingen am Schwimmbad, da kann man auch, also kann man sich auch noch stellen, wie man will, ne? Zwar nicht kreuz quer durcheinander, aber da ist noch viel Platz. Jetzt ist ja jetzt schon kaum jemand mehr. Der macht ja bald zu, der Platz. Ja. Was ist denn das für ein Feeling, wenn die jetzt auf einmal alle weg sind? Ist das schön? Ja, ich fahre im Winter so nicht. Ich habe ja Saisonkennzeichen. Okay. Ende des Monats ist Schluss. 1. März geht es wieder los. Und dann ist die Freude groß, wenn es losgeht? Ja, dann sehnt man sich schon. Aber nun war ja dieses Jahr nichts. Ne? Wir sind losgefahren, 15. März, und waren eine Woche später wieder zu Hause. Und du bist jetzt eine Woche hier, oder wie lange? Ja, seit, ja. Und wie lange bleibst du noch? Ach, moin, übermorgen. Mal gucken, wie das Wetter soll ja besser werden. Dann bleibe ich noch ein paar Tage, die Woche noch. Ist das denn so als Rentner, man muss was zu tun haben immer, oder? Ja,
Und was hast du zu tun den ganzen Tag? Nix. Zu Hause wenig. Wenig, muss ich schon sagen. Und hier? Och ne, ja, ich lauf jetzt durchs Dorf mal nachmittags, ne? Oder fahr mit dem Roller einkaufen zum Aldi nach. Und sonst war ja vom Wetter her nichts, ne? Stimmt. Sonst wär ich mal nach Trier gefahren, ganz bestimmt nach Trier gefahren. Mit dem Roller? Ja, mit dem Roller. Okay. Nur die Grabstätte meiner Schwester war ich schon zweimal. Okay. Und der Schwache war nie zu Hause, wenn ich da war. Achso, der hat wahrscheinlich gesehen, dass du kommst, da war er nie zu Hause. Ich nicht. Garage stand auf, Auto war weg. Also, weißt du, er war weg. War weg, ja. Und dann habe ich ja noch ein Patenkind, also Sohn von meiner Schwester, der wohnt in Trier. Ja. Da habe ich auch schon zweimal angerufen und da tut sich auch nichts. Ich weiß nicht, wo sie sind. Naja. Weg, ausgeflogen. Naja. Na, ist nicht so schlimm. Aber ist das so, wenn man sich hier trifft, dass man ein paar Freunde hat, die man dann anrufen kann, die fragt, ob ihr auch hier seid? Oder bist du nicht so der... Ja, weniger. Ja. Du bist viel allein dann hier, oder? Ja. Du willst deine Ruhe haben? Ruhe haben. Das ist wunderschön. Nochmal, du fährst auf dem Camping, um Ruhe zu haben? Ja, nach Frankreich runter, ja. Ne? Ja. Hier, gut, das Wetter war nicht. Ne? Wenn das Wetter besser wäre, dann wäre ich also mehr mit dem Roller runtergefahren. Ne? Ja. So bin ich nachmittags hier mal durchs Dorf und oben am Hang entlang, oben am Weinbergen entlang da runter. Sag mal, wie hat denn das bei dir angefangen beim Camping? War das irgendwann mal in den 50ern? Durch Zufall. Wann war das? Wir haben 81 den Mercedes gekauft, 319. 1981. Und zwar, meine Frau hat Zahnarzthelferin gelernt. Okay. Und die ist damals mit dem Zahnarzt Schulzahnpflege gemacht. Also, die hatten ein Auto, ein Mercedes 319. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Heute Feuerwehr haben den noch, vorne so einen runden. Ja. Der war umgebaut als Zahnarzt mit Stuhl drin. Mit allem. Da sind die dann, der wurde immer vom Kreis zur Schule gebracht, das Auto. Und die fuhren dann hinterher und haben den Kindern nach den Zähnen geguckt. Echt? Ja. Und das Fahrzeug hat mein Nachbar 81 gekauft. Vom ehemaligen Kreis Euske. Also Kreis Schleiden war das damals. Und dann ist das ja zusammengelegt. Heute ist ja alles Kreis Euskirchen. Und der Nachbar hat das gekauft. Ja, war große Tamtam, kenne das Auto, ne? Meine Frau. Und 14 Tage später, sagte, willst du das Auto nicht haben? Ja. Ich gebe es ab. Ne? Er hatte immer einen VW-Bus und das war ihm zu lahm. Also ich habe mir gerade einen VW-Bus gekauft, einen T3 mit dem Golf-Turbo-Diesel. Kennst du den? Ja, toll. Feuerwehrauto war es. Ist jetzt. Aber du hattest dann den Mercedes und dann, was hast du gemacht mit dem? Ja, wir haben den, erstens, der stand neben dem Haus und hat geregnet und lief überall Wasser rein. Echt? Der war undicht? Ja, undicht. Der hatte oben, der Aufbau, da war nicht mehr Mercedes, sondern war ein Aufbau von irgendeiner Firma. Und oben waren praktisch Seitenfenster, kleine Seitenfenster. Ja. Und die waren in so einem Schiebeding. Und dann lief das Wasser an der Scheibe runter und in die Rille und innen wieder raus. Gut, das wäre jetzt eine Erfahrung gewesen, wo jeder gesagt hätte, Camping habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, so war das bei meinem Nachbarn, der verkauft hat. Aber der war zu langsam. Ja, und den haben wir dann gekauft für 1000 D-Mark und eine Flasche Apfelkorn. Nochmal 1000 Mark und eine Flasche Apfelkorn. Ja, haben wir bezahlt. Ist das die Währung gewesen damals? Die Währung, ja, für das Auto. Und dann haben wir den zurechtgemacht, wir haben dann Tischbette reingebaut, Tisch reingebaut, Eckbank reingebaut und hier Kochgelegenheit und Dusche hatten wir nicht. Und dann sind wir los. Das erste Mal waren wir in Ostende oder nah von Belgien. Kenn ich, ja. Nicht direkt Ostende, ich bin ein kleiner Ort. Westende? Nee. Ist egal. Ist egal. Jeden war wunderschön, und, aber weil der hatte ja nur 43 PS Maschine drin und war 3 Tonnen schwer. 43 PS mit 3 Tonnen? Ja, das war rundherum Blech, ne? Und dann haben wir, also sind wir immer nach Belgien, weil dann war das einzige, kennen Sie Lüttich? Ja, klar. Sind Sie die Strecke schon mal gefahren? Von nach. Die geht steil hoch. Ja. Da runter und hinten wieder hoch. Da fuhr im zweiten Gang, mussten wir da hochfahren. So fuhr alles vorbei, LKW, alles fuhr ja vorbei, ne? Ja.
der lief 75 nach Schluss. Nochmal, dass ich das verstehe, das war ein Wohnmobil. Auf Basis Mercedes-Benz. Ja, Wohnmobile, Schulzahnpflegewagen. Umgebaut zum Wohnmobil. Das haben wir dann umgebaut. Du hast es umgebaut? Ja, ja. Ein Schulzahnpflegewagen. Ja, ja. Der hatte so einen Aufbau drauf und der war. Okay, ja, ja. Und da habt ihr drin geschlafen? Wuppertal, eine Firma in Wuppertal hat den damals gebaut, also ausgebaut. Der Stuhl war nicht mehr drin. Der Kreis Euskirchen hatte den schon umgebaut für die Feuerwehr als Funkübungswagen. Aha. Ne? Für die Feuerwehrleute. Da waren schon zwei dicke Batterien drin und waren Antenne um Dach und ja, das war. Das hat ja dann gepasst für dich, ne? Ja. Ein größeres Auto und da wurde verkauft. Aha. Und mein Nachbar, der war bei der Gemeinde Hellenthal beschäftigt, der hat die Nase, der hat immer auch geguckt, wo was zu versteigern, hat den dann gesteigert auf 1000 Mark. Achso, ja, und da warst du dann unterwegs. Und du hast ihn wie lange gehabt? Wir haben ihn lange gehabt. Ich habe den ersten Bürstner gekauft. 89, 90. Okay. Also 8, 9 Jahre haben wir. 8, 9 Jahre. Und dann, es gab noch Geld dafür dann? Wir haben dann für 5000 Mark verkauft. No. Du hast ihn für 1000 und eine Flasche Apfelkorn gekauft? Ja, wir haben ihn lackieren lassen. Gut, das hat Schwier so nicht gemacht. Hat den lackiert, der hat Autoschlosser gelernt und der hat ihn lackiert. Und man hat ein schönes Recht gemacht, war ein schönes Auto. Du hast ein Foto auf dem Handy? Nee. Nee, ich habe gar kein Foto. Hier bei mir nichts. Nee, ist nicht schlimm. Da hätten wir mal reingeguckt. Kannst du schicken. Hast du dir Internetadresse? Ja, Internetadresse ist drauf. Habe ich hier drauf geschrieben. Schicke ich dir das Foto. So, und dann kam der Bürstner. Dann kam der Bürstner. Wir haben das verkauft für 5000. Und haben dann Bürstner gekauft. Hatte drei Bürstner. Haben wir gehabt. Drei Bürstner. Weil der Händler war da bei uns in der Nähe. Okay. Also konnten wir gut mit umgehen. Und der hat aber nachher hat nur noch Wohnmobile verkauft. Also keine Wohnwagen mehr. Keine Wohnmobile mehr. Achso, der hat nur noch Wohnwagen verkauft. Ja, keine Wohnmobile. Und haben dann hier den 2002 in Bielefeld gekauft. Palmowski Bielefeld. Die auch schnell genug reagiert haben. So, das hat dir gefallen? Ja, ging, wie gesagt. Habe ihr damals Fax geschickt, alle mit Fax gemacht. Ne? Ich hatte ja Büro, Fax. Fax ist was? Was ist das? Ja. Nee, für Leute, die es nicht wissen, ich weiß es ja noch, aber. Ja, wie heute würde man sagen, im Internet einen Brief verschicken. Ne? Also, das heißt, früher gab es Faxgeräte, das waren so Dinger, die sahen aus wie. Wie eine Schreibmaschine. Wie eine Schreibmaschine, da hat man Blätter reingesteckt. Ja, und dann raus und über die Telefonanleitung, wie ein Wunder, ist es auf der anderen Seite rausgekommen. Genau. Gut, wir Funkamateure kennen ja Fax, Fax schon länger, aber das war damals eine Revolution in den 80ern. Ne? Ja, ja. Hat jeder ein Fax. Ich habe eins stehen zu Hause. Echt? Ein Fax? Ein Fax. Wir haben das Fax abgeschaltet. Selbst wir haben es abgeschaltet vor einem Jahr. Ja, ja. Nee, ich habe nur eins da stehen, aber wird nicht mehr gebraucht. Ne? Ja. Das ist heute alles Scan, Internet. Internet, alles Internet. So, und dann kam der Hümer. So, das war ja schon eine Stange Geld, die ihr da investiert habt. Ja. Ach, ging. Kamen drüber. Kam drüber weg. Brauchen keine Schulden machen. Das war aber denn schon Luxus für euch, der Hümer im Vergleich zu vorher? Ja, das war schon. Da sind viele den Nachbarn und Verwandte und Bekannte, die kamen dann an, haben mal geguckt, was das für ein Auto ist. Ne? Es gab keine Anzeigen bei der Steuerfahndung, wo das Geld herkommt? Nee. Gut. Es war nur Spaß. Ich wollte nur. Nee. So war das damals auch noch nicht. Ne? So, du stehst ja jetzt praktisch vor der Entscheidung, du könntest ja jetzt einen neuen kaufen, aber der tut ja alles, oder? Tut nicht. Mit dem Alter, was soll ich mir noch einen neuen kaufen? Ja, nächstes Jahr in der Kiste. Da steht das Auto da rum. Ist das so, dass man darüber nachdenkt? Da denkt man nach drüber. Dass man immer so lange macht? Ja, denkt man schon nach. Unsere Freunde, die du hast, die sterben langsam? Ja, also bekannte Freunde, also Schulfreunde. Bei uns waren ja, ich habe hier nur einen, also ein Klassenkamerad, der bei mir in der Klasse war, einer in meinem Alter und zwei Mädchen. Also weil wir eine kleine Losheim waren. Was hatten wir damals? 200 Einwohner, höchstens. Ne? 200 Einwohner? Ja. In einem Dorf? Losheim, ja. Okay. Heute sind es nicht viel mehr. Ach so. Heute sind nicht viel mehr.
Ja, das war damals so, ne? Wie gesagt, zwei, ja. Vier, fünf waren wir ja vielleicht in der Klasse. Du machst auch einen unglaublich fitten Eindruck. Also ich habe 80-Jährige, gibt ja die und die. Ja, gibt die und die, das stimmt schon. Und du kannst noch schnell reden, ganz normal, ja, ist ab und zu. Ja, ja. Der Kopf ist nicht mehr da. Ist nicht mehr so? Nee. Wie? Manchmal muss ich überlegen, wie heißt der? Und da habe ich mit den Enkel schon Probleme, ja, ne? Naja, sechs Enkel. Sechs Stück. Ja, da warst du fleißig, ne? Ja, meine Kinder fleißig. Kinder, wie viele Kinder hast du? Vier Kinder. Das war damals so. Ein Mädchen, ein Junge. Ja, ich habe drei Kinder, aber meine Oma hatte sieben. Ja. Bei mir war die Mutter, die waren zu fünft. Da ist aber der Vater, der ist im ersten oder nach dem ersten, also Kriegsverletzungen vom Ersten Weltkrieg, ist der Anfang der 20er Jahre gestorben. Also mein Opa, mütterlicherseits. Ja. Alter, Enkel, wie alt sind die schon? Die älteste, Marion, die ist 66 geboren. Also 66? Dein Enkel ist 66 geboren? Ja. Ne? 40, ich bin 40 geboren. Da war ich 25, 24. Das ist doch kein Thema. Und der Enkel, Enkel oder Tochter ist 66 geboren? Nee, der Enkel. Ist Enkel? Nee, die älteste. Die Tochter? Ja, die Tochter, die ist 54. Die Tochter ist 54. Von meiner alles Tochter, klar. Die ist. Die Tochter ist denn. Okay, alles klar. Ich habe schon Angst bekommen, dass du so schnell gewesen wärst mit 13, hättest du das erste Kind gemacht. Nee. So, da wusste man noch nicht, wie es ging. Also wirklich, waren wir doch. Nee, aber. Beziehung waren wir dumm. Enkel, wie alt sind die Enkel jetzt? Ja, die Älteste, die Marion, ist 54. Das Enkelchen ist 54? Nee, die Tochter. Die Tochter. Und die Kinder von ihr? Simona, also 23 ist der älteste. Ja. Okay, das heißt, du hast Enkel, die 23 sind? Ja, 23, 22, 21 und Simona war 10 Jahre. Nee, das war Quatsch, das ist die Tochter. Dann noch, also der Jüngste ist, ich meine, der wäre jetzt 16 oder 17. Mhm. Enkel. Sehr der schön. Jüngste Enkel. Ist da noch viel Kontakt zu den Enkeln? Wenig. Ja. Das tut mir immer leid, aber das ist so. Ne, die hängen, du kommst hin, die hängen ja nur in der Glotze oder am Computer. Ja. Ne, dann besuchst du mal die Tochter, dann kriegst du Enkel Jan zu sehen. Die sind irgendwo anders? Ja, oder sitzen oben in ihrem Zimmer und hängen im Internet oder sonst wo. Ne? Ist das heute so, dass die alle... Ja, ich meine das so. Ne, ich weiß, ich habe Nachbarn. In der Straße sind 9 die gleichen Häuser. Ja. Die sind also, Schwiegereltern haben die gebaut, 57, 58 sind die gebaut, die Häuser. Sind also auch heute schon von den Besitzern damals die Enkel drin. Ne? Okay. Und von denen die Kinder schon, ne? So 16, 17, 18, 19, 20 Jahre. Ich kenne keinen davon. Ich weiß doch, was ein Auto auf der fährt, was für ein Auto der fährt. Ne? Aber du siehst, kriegst du nicht zu sehen. Okay. Kriegst du nicht zu sehen. Jetzt hast du das Glück, deine Frau lebt ja noch, gell? Ja. Ist sie jünger als du? Ein Jahr. Ein halbes Jahr. Da ist er nicht jünger, wirklich. Also, ein halbes Jahr. Im Prozent, also noch nicht mal 2%. Nee, ein halbes Jahr jünger. Nee, ich bin 10 und die ist am 23.04.41 geboren. Ja, und wenn du das so sagst, jo, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch da bin, ist das wirklich so, dass man drüber nachdenkt dann? Also, danke. Kurze Vorgeschichte, ich habe also vor 2 Jahren einen Herzschrittmacher. Ja. Bin also umgefallen und auch wieder wach geworden. Zum Glück. Und dann direkt ins Krankenhaus, ne, alles untersucht, von Kopf bis Fuß und hat dann den Arzt vorgeschlagen, Herzschrittmacher. Mhm. Seitdem ist okay, alles okay. Ja, wenn jetzt noch... Bitte? Der Batterie, die hält 10 Jahre. Dann gucken wir mal, was dann ist. Das heißt, du hast noch 9 Jahre Zeit. Ja, ich habe jetzt schon 3 Jahre. Ist das wesentlich schöner mit dem Herzschrittmacher? Ach, merkst du nichts von. Also nee. Ich merke nichts davon. Aber so, das Ergebnis meine ich. Ja, ich merke nichts. Also, merkst nichts? Nee. Also, gut. Ich hatte nichts mehr gehabt, kennen. Ne, geht ja alle halb Jahr zur Untersuchung. Ja, der macht doch nicht viel. Der legt sein Ding. Dann geht ja per Er kann ja nicht rausschneiden, sondern wird dann mit Ultraschall oder wie der die Zahlen da rausnimmt, weiß ich nicht.
Sag mal, wenn man so alt ist, dann isst man wahrscheinlich jeden Tag Salat, macht Sport. Und, oder wie so läuft das? Ist nicht so schlimm. Nee. Gut, wir essen gesund. Also. Was als Beispiel? Was isst ihr gerne? Ja, wie gesagt, Salat, Gemüse, viel Gemüse, Kartoffeln, was du willst. Ne? Aber jetzt nicht so Chips und Schokolade? Nee. Ja, abends mal so ein, bei Aldi gibt es so kleine Tafeln Schokolade, so ein Paketchen. Ja. Da sind 5 Tafeln drin. Ja. 5 Stück sind da drin. Ach so Mini-Tafeln? Ja. Sag mal, hast du da? Und dann das? Ja, da hat er sie. Sag mal. Die kenne ich noch gar nicht. Wenn du mir die mal kurz ins Bild mal hältst. Ja. Sag mal, das Chocœur zartherb. Ja. Bei Aldi. Bei Aldi. Und da gibt es abends immer einen, oder? Ja, nicht jeden Abend, aber fast jeden Abend. Rauchen bei dir? Seit 1990 nicht mehr. Und das war gut, oder? Das war gut. Das war gut. Hast du es gemerkt? Ich war nie ein großer Raucher. Okay, ne? Also, ja, ich habe schon 10 Zigaretten pro Tag geraucht. Ne? Aber war ja damals angefangen mit 15, mit 16, 15. Ne? Ich weiß, mein Vetter, der hat mich damals verführt. Ne? Der war so, ist so. Der Vetter hat dich verführt? Ja, der war 2 Jahre älter und rauchte schon. Ne? War dann bei uns in Urlaub. Der kam von Velbert, hier Velbert, die Schlossstadt Velbert. Ja. Ja, und der piefte, ja, dann haben wir schon mitgepieft. Ne? Und der Alkohol irgendwie? Ab und zu mal ein Bierchen? Ja, doch. Abends ein regelmäßiges Bierchen trinke ich schon. Das ist kein Problem, da wird man alt. Nee. Also nicht betroffen werden, ein Bier oder 2 Dosen Bier und dann ist am Schluss. Okay. Über Tag gar nichts. Schlaf, was ist mit Schlafen? Ich schlafe immer gut. Durch? Ja, schlaf gut. Also nicht nachts raus nochmal? Nee, ja, zu pinkeln muss man schon. Ja, das ist so in dem Alter. Das ist in dem Alter. Ich wache seit 2 Wochen pünktlich um 4 Uhr auf, jede Nacht. Ja, Punkt 4 mache ich auf. So 5 Uhr. Ja. Und dann geht es nochmal ab in die Kiste und dann schlafe ich. Ja, doch. Jetzt bin ich immer aufgestanden, wenn die Brotfrau kommt am Morgen. Ne? 8:30 oder irgendwann kommt. Ja, ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Einmal kommt sie was früher, was später. Ja. Und dann bin ich wach, sonst zu Hause. Also wird schon 9 Uhr. Wird schon 9 Uhr. Ja. So, das heißt, das Spannende hier auf dem Platz, was war jetzt spannend? Im Prinzip in diesem Jahr, da gab es ja so eine Pandemie. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So ein Virus. Corona hieß das. Ja. Hast du mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Ich habe Fernsehen, hört man ja alles. Die Nachrichten sind ja voll. Gibt nichts mehr anderes, oder? Nee, gibt nichts mehr anderes. Das ist schlimm. Hier ist hier direkt der Nachbarkreis, Brüm, Bitbusch Brüm, der ist ja rot. Hast du Angst im Moment wegen dem Virus? Weniger. Man passt hier schon was auf. Also ich halte mich ein bisschen zurück immer auf bei den Leuten. Ne? Aber es sind ja manche, die stehen, also ich kann das nicht verstehen, ne? Wie die Jugend auch. Ne? Die feiern, geht doch mal ohne zu feiern, oder? Aber die können gar nicht mehr anders heute. Aber selbst wenn es jetzt käme, du sagst... auch hier, wenn man jetzt zusammenspricht mit dem Nachbar hier, ist halt immer Abstand. Ne? Okay. Hat. Muss ja nicht sein, dass man da... Ja, das war aber schon schade mit dem Camping. Da wartest du, weißt du, hast Saisonkennzeichen, willst rausfahren und da ging es nicht. Geht's ja irgendwie nicht. Erst später, gell? Im Mai? Ja, ich bin ja nicht gefahren. Wir sind nicht gefahren. Gar nicht? Nee, wir sind April da runter und nach Hause und dann war Schluss. Und jetzt bin ich zum ersten Mal hier unten, ne? Toll. Sonst nichts. Mensch. Ja, und dann bei uns aber Fahrradfahren. Das machen wir viel, machen wir. In der Eifel? Ja. Okay. Ne, E-Bike, na jetzt los. Also wenn man kurz mal den Vornamen von deiner Frau verrätst, wie heißt sie? Gudrun. Die Gudrun? Ja, die Gudrun. Die ein halbes Jahr jünger ist wie du. Genau. So, und die jetzt zu Hause sitzt, auf die Englischen aufpasst. Leidenschaftliche Oma. Ja, leidenschaftliche Oma. Ja, da fehlt nur noch Uroma jetzt, oder? Ja, da haben wir keine mehr. Okay, nee, ihr meine ich. Ja, ach. Ja. Dauert noch. Das heute. Die lassen sich Zeit, oder? Ja, die jüngste Tochter, die war ja 10 Jahre danach, die ist jetzt, wann ist sie, 78 geboren? 78 geboren, ja. 42 wird sie, oder ja, 42 ist sie. Die hat vor 10 Jahren geheiratet, also war sie 32, 33. Ne? Hat jetzt 2 Kinder, eine, die ist jetzt zur Schule gekommen, die Lia. Mhm. Und der Kleine ist noch 2 Jahre jünger, also 4 Jahre, 4 und 6 Jahre. Und die sind es bei der Oma jetzt gerade? Ja, die Oma hat immer die Aufsicht. Mensch, Oma macht das. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, aber
Ich glaube, die Batterie wird gleich leer. Ja, das erste Mal Premiere. Wir haben ein neues Objektiv, vielleicht kurz zur Erklärung. Ein 10 bis 18 mm Weitwinkel. Deswegen, du bist jetzt riesengroß. Und wir filmen das allererste Mal in 4K. Das heißt, ich habe ja die 4K-Kamera schon ewig, aber wir haben immer nur in Full HD gefilmt. Und du bist das erste 4K-Video. Das werde ich mal angucken. Du wirst scharf in 4K. Nee, das höre ich mir schon an. Da ziehe ich mal runter. Ja, kannst du machen. Schön. Ja. So, wir gehen nochmal raus. Dann machen wir die Abmoderation. Ja. Ja, schön mit dir, sich zu unterhalten. Tolles Gespräch. Denn die Camper, es hat ja jeder so eine eigene Geschichte, die er erzählt. So, da unten stehen meine Schuhchen. Ziehe ich mal gerade an. Wir halten natürlich Abstand. Hier vorne steht auch ein Schild. Mindestabstand halten. Ja, Fahrzeuge 5 Meter Tür zu Tür. Da hält sich auch jeder dran, gell? Ja, hier ja. Hier ja. Also muss ich sagen, hier sind die Leute noch vernünftig. Aber ne, wir halten ja auch nicht Abstand genug, nicht normal. Ja, gut. Naja. Ist natürlich, wenn man filmt, sage ich jetzt mal, ist immer ein bisschen schwierig. Ja. So die aber ich kann dir eins sagen, warte mal kurz. Ja, die Technik. Was hast du hier für Akkus drin? Nee, da ist ein Licht drauf. Das Licht heißt, warte, ich guck mal drauf, das ist von Vlogger Bowling. P1 heißt das Licht. Da ist das Licht und die Batterie drin. In einem. Hält. Wie lange hält das? 3 bis 5 Stunden hält das. Ist gut, oder? Ja. Muss ich mal gucken. Also. Mal gucken, die andere Seite. Ich guck nur mal. Er guckt mal gerade auf meine Kamera. P1 von Bowling. Ich schreib's dir auf. Neger steht da, ne? Neger? Was steht drauf? Hier Pi Neger und steht Neger. Nein, Bowling. Nein, ja, nein, da Bowling steht nicht Neger, da steht drauf Vlogger. Nicht Neger. V-Logger steht drauf. Ja, so. Ist nicht schlimm. Charlie. Ja, mach's so gut. Wenn du mal gerade da stehen bleibst, ich mache die Abmoderation. Ja. 80 Jahre jung und das Auto jetzt 18 Jahre alt. Praktisch, ist es volljährig, das Auto? Auto ist volljährig. Der Hümer heißt wie das Modell? Das ist der B530, ne? Ja, ist es so? Für die Leute, die mal nachgucken wollen. Nachgucken. Guck mal nach. Weil die Leute, die wollen das wissen. Ich hatte ja, wie gesagt, vorne, der ist ja neu lackiert. Ja. Und dann wollte da stand ich das drauf. Problem haben, also die Bezeichnung von dem Auto wollte ich haben, ne? Ja. So ein Aufkleber vorne. Da wollten die 100 Euro haben für. Haben sie gesagt, kommt ganz mehr drauf. Ich schau mal gerade hinten drauf, ob es drauf steht. Aber wenn du sagst, es ist ein B. Nee, steht auch nichts drauf. B530, sagt er. B530. Ich schau mal nach. Also vielleicht finden wir den ja. B530. Charlie, vielen, vielen Dank und bitte. Alles Gute. Dir und auch. Gute Heimreise demnächst nach. Filme wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Nee, wir hatten 40 Jahre einen Filmclub. Ein Filmclub hattet ihr? Filmclub. Super 8. War ja damals groß. Ne? Ja, das hier ist so ähnlich. Ja, ja. Ja, ja, aber die Ausrüstung liegt noch im Schrank. Eine Beaulieu. Ja. Mit Wechseloptik und alles. Haben wir alles noch. 16 mm haben wir noch. Tschüss. Rolex. Eine Rolex. Bolex. Eine Bolex. So, jetzt aber Schluss. Schluss. Tschüss, Charlie. Vielleicht sehen wir uns nächstes Mal wieder.